Vierte Vorlesung. Asana und Pranayama. Tue, was du willst, sei das ganze Gesetz. Erstens. Letzte Woche konnten wir in dem Gefühl fortgehen, dass der schwerste Teil der Arbeit geschafft war. Wir haben unsere schlechten Angewohnheiten, unsere schlechten Ehefrauen und unser schlechtes Wetter abgeschüttelt. Wir sitzen behaglich in der Sonne und niemand stört uns. Wir haben nichts zu tun als unsere Arbeit. In einer solch glücklichen Lage können wir nützlicherweise eine Stunde einschieben, in der wir unseren nächsten Schritt bedenken wollen. Erinnern wir uns zuerst daran, was wir als Quintessenz unserer Aufgabe festlegten. Es war die Vernichtung des Geteiltseins. Mach mir Platz, ruft der persische Dichter, dessen Namen ich vergessen habe, den Fritz Gerald übersetzte. Es war nicht Omar Khayyam. Mach mir Platz auf diesem Divan, der nicht Platz für zwei hat. Eine bemerkenswert prophetische Definition des Luxusapartments. Wir wollen das Subjekt und das Objekt des Bewusstseins in der Ekstase vereinen, die, wie wir später feststellen werden, sehr bald in den erhabeneren Zustand des Gleichmuts übergeht, und dann wollen wir die Partei des Erstgenannten und die Partei des Zweitgenannten vernichten. Daraus ergeben sich offensichtlich weitere Parteispaltungen, man könnte fast von Cocktailpartys sprechen, die sich ständig vermehren, bis wir die Unendlichkeit erreichen und diese vernichten, wodurch wir unser ursprüngliches Nichts wiedererlangen. Aber ist das mit dem ursprünglichen Nichts wirklich identisch? Ja und nein, 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 tausendmal nein. Denn indem wir alle Möglichkeiten jenes ursprünglichen Nichts sich auf positive Weise zu manifestieren, erfüllt haben, haben wir damit zugleich alle seine Möglichkeiten vernichtet, jemals wieder Unheil zu stiften. Da unsere Aufgabe also höchst einfach ist, bedürfen wir auch nicht des Beistands eines Haufens verlauster Rishis und Sanyasis. Wir werden uns nicht an eine Schar mottenzerfressener Arahats und bettelklauender Bodhisattvas um Hilfe wenden. Wir verlassen uns nicht auf Jungfrau oder Taube. Unsere Methode ist Wissenschaft, unser Ziel ist Religion. Unser von der auf Beobachtung fußenden Erfahrung geleiteter Menschenverstand mag genügen. Zweitens. Wir haben gesehen, dass der yogische Prozess in jeder Erscheinung des Daseins implizit ist. Alles, was wir zu tun haben, ist, ihn bewusst auf den Vorgang des Denkens auszudehnen. Wir haben gesehen, dass das Denken nicht ohne ständige Veränderung existieren kann. Alles, was wir zu tun haben, ist zu verhindern, dass eine Veränderung eintritt. Alle Veränderungen wird durch Zeit und Raum und andere Kategorien bedingt. Jeder bestehende Gegenstand muss sich mittels eines Systems von Koordinatenachsen beschreiben lassen können. Auf der Terrasse des Café de Dumago war es einmal erforderlich, die gesamte Yoga-Lehre in möglichst wenigen Worten zu verkünden. Mit Freudengeschrei und der Stimme des Erzengels und mit der Trompete Gottes. Der erste Brief des Paulus an die Thessaloniker, 4. Kapitel, 16. Vers. Also tat ich es. Sitz still, hör auf zu denken, halt den Mund, hinaus mit dir. Die ersten beiden dieser Unterweisungen umfassen die ganze Yoga-Technik. Die beiden letzten sind von einer Sublimität, die auf dieser elementaren Stufe zu erörtern nicht angemessen wäre. Die Aufforderung, sitz still, soll die Beschränkung aller körperlichen Reize umfassen, die imstande sind, das Bewusstsein in Bewegung zu setzen. Die Aufforderung, hör auf zu denken, ist die Erweiterung dieser Beschränkung auf alle geistigen Reize. Es ist unnötig, an dieser Stelle darüber zu diskutieren, ob das Letztere ohne das Erstere überhaupt existieren kann. Immerhin ist klar, dass viele geistige Prozesse durch körperliche Vorgänge entstehen, so werden wir wenigstens einen gewissen Teil der Strecke zurücklegen, sobald wir dem Körper Einhalt geboten haben. Drittens. Lassen Sie mich für einen Augenblick abschweifen und ein Missverständnis wegwischen, das mit Sicherheit jeden angelsächsischen Geist befällt. Ungefähr das übelste Erbe der entmännlichten Schule der Mystiker ist die abscheuliche Gedankenverwirrung, die aus der Vorstellung entspringt, dass körperliche Funktionen und Gelüste eine moralische Bedeutung hätten. Das ist eine Verwechslung der Ebenen. Es gibt keine wirkliche Unterscheidung zwischen Gut und Böse. Die einzige Frage, die sich erhebt,
ist die nach der Eignung hinsichtlich irgendeines Vorhabens. Der ganz moralische und religiöse Plunder der Jahrhunderte muss erst für immer verabschiedet werden, ehe man den Yoga angeht. Sie werden nun zu bald feststellen, was das bedeutet. Was es bedeutet, Unrecht zu tun, unserer eigenen These nach ist jedes Tun Unrecht. Jedes Tun ist nur insofern relativ richtig, als es uns dabei helfen kann, dem gesamten Vorgang des Handelns ein Ende zu machen. Diese relativ nützlichen Handlungen sind folglich jene, die der Beherrschung oder Tugend dienen. Man hat sie ohne Rücksicht auf Auffassung und Kosten in gewaltigem Umfang und auf hochkomplizierte Weise klassifiziert. Das geht sogar so weit, dass allein schon das Studium der Begrifflichkeit der verschiedenen Systeme nur zu einem Ergebnis führen kann. Es vernebelt ihnen für den ganzen Rest ihrer Inkarnation das Gehirn. Viertens. Ich werde es mit einer Vereinfachung versuchen. Die Hauptüberschriften lauten: A. Asana, gewöhnlich mit Körperhaltung übersetzt. B. Pranayama, gewöhnlich mit Atemkontrolle übersetzt. Diese Übersetzungen sind, wie gewöhnlich, vollkommen falsch und unzulänglich. Das wahre Ziel von Asana ist die Beherrschung des Muskelsystems, des Bewussten wie des Unbewussten, damit keinerlei Botschaft vom Körper zum Geist gelangen kann. Asana hat mit dem statischen Aspekt des Körpers zu tun. Pranayama ist tatsächlich die Beherrschung des dynamischen Aspekts des Körpers. Darin steckt eine kleine Paradoxie. Das Ziel des Yoga-Prozesses besteht darin, alle Prozesse, einschließlich des Yoga-Prozesses selbst, zum Stillstand zu bringen. Doch es genügt dem Yogi nicht, sich zu erschießen, denn damit würde er die Beherrschung verlieren und die schmerzerzeugende Energien freisetzen. Wir können uns nicht auf eine metaphysische Debatte darüber einlassen, was es eigentlich ist, was da beherrscht, sonst werden wir noch, ehe wir uns versehen, von Hypothesen über die Seele in den Wahnsinn getrieben. Fünftens. Vergessen wir also diesen ganzen Mist und entscheiden wir uns, was zu tun ist. Wir haben gesehen, dass es nur die Freisetzung unerwünschter Elemente zur Folge hätte, wollen wir existierenden Prozessen durch einen Akt der Gewalt ein Ende machen. Wenn wir in Dartmoor Frieden haben wollen, öffnen wir nicht die Gefängnistüren. Stattdessen entwickeln wir Routine. Was ist Routine? Routine ist Rhythmus. Wenn Sie einschlafen wollen, stellen Sie alle unregelmäßigen, unerwarteten Geräusche ab. Dann brauchen Sie ein Wiegenlied. Sie zählen Schafe, die durch ein Tor laufen, oder Wähler in einem Wahllokal. Wenn Sie sich erst einmal daran gewöhnt haben, wirkt auch die Regelmäßigkeit eines Zuges oder Dampfschiffs beruhigend. Mit den existierenden Funktionen des Körpers müssen wir dergestalt verfahren, dass sie bei allmählich zunehmender Verlangsamung so regelmäßig werden, dass wir uns ihrer Tätigkeit nicht mehr bewusst sind. Sechstens. Befassen wir uns zuerst mit der Frage nach Asana. Man könnte meinen, dass nichts beruhigender wirken müsse als das Schaukeln oder eine sanfte Massage. In gewissem Sinne und bis zu einem bestimmten Punkt ist es auch so. Doch kann die Tätigkeit nicht fortgesetzt werden, weil die Müdigkeit die Oberhand gewinnt und früher oder später wehrt sich der Körper dagegen, indem er einschläft. Deshalb müssen wir uns von Anfang an vornehmen, den Körperrhythmus auf ein Minimum zu beschränken. Siebtens. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es sich vom philosophischen Standpunkt aus verteidigen, ob es sich vom logischen rechtfertigen lässt, für die Prinzipien des Asana, wie sie uns in unserer Praxis begegnen, einzutreten. Wir müssen uns von unseren gedanklichen Kettenreaktionen lösen und der Empirik des Experiments zuwenden und darauf vertrauen, dass wir eines Tages dazu in der Lage sein werden, vom beobachteten Tatbestand aus rückwärts schreitend eine zusammenhängende Metaphysik zu entwickeln. Tatsache ist, dass der Körper durch Stillsitzen im ganz gewöhnlichen, wörtlichen Sinn schließlich auf den beschwörenden Ruf des großen Mahatma Hari Lauda reagiert. Hör auf zu kitzeln, Jock! Achtens. Wenn wir uns den Einzelheiten des Asana nähern, stehen wir sofort vor dem Misthaufen der Hindu-Pedanterie. Ständig nähern wir uns der traditionellen Geisteshaltung der vergeblichen Königin Victoria. Die einzigen Arten von Asana, die auch nur ein flüchtiges Interesse verdienen,
sind jene, von denen ich überhaupt nicht sprechen werde, weil sie zu dem hohen Niveau des Yoga, wie ich ihn dieser distinguierten Hörerschaft hier darstelle, nicht im geringsten passen. Ich müsste vor Scham erröten, täte ich etwas anderes. Und überhaupt, wer will schon etwas über diese albernen Stellungen wissen? Wenn die Sache irgendeinen Spaß in sich birgt, dann ist es der, sie zu entlarven. Ich muss zugeben, dass es eine gewisse Befriedigung verschaffen kann, wenn man sich mit einem Problem wie jenem herumplagt, Hinterkopf und Schultern gegen Hinterkopf und Schultern eines anderen Beteiligten zu versetzen. Aber das ist meiner Meinung nach vor allem Eitelkeit und hatte, wie ich schon erwähnte, nicht das Geringste mit dem zu tun, wovon wir hier sprechen wollen. 9. Der Wert der verschiedenen von den Lehren des Yoga empfohlenen Stellungen hängt weitgehend von der Hindu-Anatomie ab und von den mystischen Theorien über die heilkräftigen und wunderwirkenden Eigenschaften, die man verschiedenen Teilen des Körpers zuschreibt. Wenn Sie beispielsweise den Nerv Udana beherrschen, können Sie auf dem Wasser gehen. Doch wer will schon auf dem Wasser gehen? Schwimmen macht viel mehr Spaß. Ich sehe hier einmal von Haien, Stechrochen, Tintenfischen, Zitteraalen und Piranhas ab, ebenso von Touristen, badenden Schönheiten und Mr. Lansbury. Oder man lasse das Wasser stattdessen gefrieren und tanze darauf. Ein großer Teil der Bemühungen der Hindus scheint darin zu bestehen, möglichst den allerschwierigsten Weg zu dem am wenigsten wünschenswerten Ziel zu finden. 10. Wenn man mit dem Versuch beginnt, sich selbst zu verknoten, wird man feststellen, dass manche Stellungen sehr viel schwieriger sind als andere, aber das ist erst der Anfang. Egal welche Stellung es ist, wenn man sie nur lange genug beihält, bekommt man einen Krampf. Ich habe die genaue Statistik vergessen, aber es heißt, dass die Muskelanstrengung, die ein Mann macht, wenn er friedlich im Bett schläft, ausreicht, um stündlich 14 Elefanten in die Stratosphäre zu heben. Jedenfalls erinnere ich mich daran, dass es etwas ist, was schwer zu glauben ist, und sei es nur, weil ich es selbst nicht glaubte. 11. Warum sollen wir uns also damit abplagen, eine besonders heilige Stellung zu wählen? Zunächst wollen wir eine feste und bequeme Stellung. Vor allem wollen wir dazu in der Lage sein, in dieser Stellung Pranayama zu machen, falls wir überhaupt die Stufe erreichen sollten, es mit dieser Übung zu versuchen. Deshalb können wir, grob gesagt, die Wunschbedingungen für diese Stellung folgendermaßen formulieren. 1. Wir müssen im richtigen Gleichgewicht sein. 2. Die Arme müssen frei bleiben. Bei einigen Pranayama-Praktiken werden sie benötigt. 3. Unser Atmungsapparat muss so unbehindert wie möglich bleiben. Wenn Sie nun diese Punkte im Auge behalten und sich nicht durch völlig belanglose Vorstellungen ablenken lassen, wie beispielsweise durch die Einbildung, durch eine Stellung heiliger zu werden, die der Überlieferung zufolge zu einer Gottheit oder zu einem heiligen Mann passt, und wenn Sie sich von dem puritanischen Gräuel fernhalten, dass alles für Sie gut ist, wenn es Ihnen nur weh genug tut, dann sollten Sie dazu in der Lage sein, nach ein paar Versuchen selbst eine Stellung herauszufinden, die diesen Bedingungen entspricht. Das wäre mir sehr viel lieber, als wenn Sie zu mir kämen, um in mir irgendeine Hokuspokus-Autorität zu suchen. Ich bin kein Pukka-Sahib, nicht einmal aus Pona, der Öffentlichkeit mit abgehackten Ähms seinen Humbug aufzwingt. Es wäre mir lieber, wenn Sie die Sache allein verkehrt machen, um aus Ihren Irrtümern zu lernen, als wenn Sie es richtig vom Lehrer lernten und dabei Ihre Initiative und überhaupt jede Fähigkeit, etwas zu lernen, lahmlegten. Es ist jedoch vollkommen in Ordnung, dass Sie eine Vorstellung davon bekommen, was geschieht, wenn Sie sich zum Üben hinsetzen. 12. Lassen Sie mich einen Augenblick abschweifen und auf das zurückgreifen, was ich in meinem Leitfaden der Magie über die Formel IOA sagte. Diese Formel umfasst alles Lernen. Man beginnt mit einem wunderschönen Gefühl, wie es ein Kind bei einem neuen Spielzeug hat. Es wird einem langweilig und man versucht es zu zerschlagen. Wenn man aber ein kluges Kind ist, nimmt man die Haltung eines Wissenschaftlers dazu ein und zerschlägt es eben nicht. Man überwindet das Stadium der Langeweile und erhebt sich aus der Höllenqual zur Auferstehung, wenn aus dem Spielzeug ein Gott geworden ist,
der ihnen seine innersten Geheimnisse erklärt hat und zu einem lebendigen Teil ihres Lebens geworden ist. Dann gibt es nicht mehr diese kruden, wilden Reaktionen auf Freude und Schmerz. Man hat das neue Wissen innerlich aufgenommen. 13. So ist es auch bei Asana. Die gewählte Stellung zieht sie an, sie schnurren vor Zufriedenheit. Wie gescheit sie doch gewesen sind. Wie ausgezeichnet diese Stellung sich doch allen Bedingungen anpasst. Sie zerschmelzen fast vor sentimentaler Wonne. Ich habe Schüler gekannt, die sich dann tatsächlich dazu verleiten ließen, einen freundlichen Gedanken für ihren Lehrer übrig zu haben. Es ist ganz klar, dass dabei etwas nicht stimmt. Zum Glück ist die Zeit der großen Heiler, wie immer an der Arbeit, die Zeit kennt keine Wochenende, die Zeit bleibt nicht stehen, um sie zu bewundern, die Zeit macht einfach weiter. Irgendein großer Denker hat einmal gesagt, die Zeit marschiert weiter. Welch geglückter Ausdruck! Es dauert nicht lange, dann vergisst man alle Annehmlichkeiten der Dinge und es wäre gar nicht höflich, wollte ich Ihnen auch nur eine Vorstellung von dem geben, was Sie dann über den Lehrer denken werden. 14. Vielleicht bemerken Sie als erstes, dass der Wunsch entsteht, die Stellung unbewusst zu verändern, obwohl Sie doch in der augenscheinlich bequemsten Haltung angefangen haben. Wenn Sie beispielsweise in der Gottesstellung mit geschlossenen Knien sitzen, können Sie nach wenigen Minuten feststellen, dass die Knie sich allmählich auseinander bewegt haben, ohne dass Sie es bemerkten. Freud würde Ihnen dazu zweifellos mitteilen, dass dies von einer instinktiven Verschlimmerung kindlichen Sexualverhaltens herrühre. Ich hoffe, dass mich hier niemand mit derart Übelkeit erregendem Unsinn belästigen wird. 15. Wenn man eine Stellung also beibehalten will, ist es erforderlich, darauf aufzupassen. Das bedeutet, man wird sich seines Körpers auf eine Weise bewusst, der man sich nicht bewusst ist, solange man in bestimmten, Konzentration erfordernden Gedankengängen vertieft oder auch nur mit rein körperlicher Aktivität, wie etwa beim Laufen, beschäftigt ist. Das mag zunächst paradox klingen, aber heftige körperliche Tätigkeit konzentriert die Aufmerksamkeit nicht etwa auf den Körper, sie lässt ihn vielmehr verschwinden. Das liegt daran, dass körperliche Bewegung ihren eigenen Rhythmus hat und Rhythmus führt uns, wie ich schon sagte, bereits die halbe Strecke hinauf zum Gipfel des Schweigens. Also gut, in der vergleichsweise Stille des Körpers wird sich der Übende ganz leiser Töne bewusst werden, die ihn im gewöhnlichen Leben nicht störten. Zumindest dann nicht, wenn sein Geist mit interessanten Dingen beschäftigt war. Man fängt an, sich unruhig hin und her zu bewegen, es beginnt zu jucken, man fängt an zu husten. Möglicherweise spielt einem die Atmung Streiche. Alle diese Symptome müssen unterdrückt werden. Dies zu bewerkstelligen ist außerordentlich schwierig und wie alle anderen Formen der Unterdrückung führt es zu einer schrecklichen Übertreibung der Phänomene, die man eigentlich damit unterdrücken will. 16. Es gibt eine ganze Menge kleiner Tricks, die den meisten Wissenschaftlern aus ihrer Studienzeit bekannt sind. Einige davon sind für den Yoga von großer Wichtigkeit. Beispielsweise kann man in der Regel einen sehr viel stärkeren Mann in Sachen Ausdauer schlagen, etwa wenn man mit ausgestrecktem Arm ein Gewicht halten soll. Denkt man dabei an den eigenen Arm, wird man wahrscheinlich schon nach einer Minute müde, konzentriert man dagegen die Gedanken auf etwas anderes, kann man es 5 oder 10 Minuten lang aushalten oder noch länger. Es ist eine Frage von aktiv und passiv. Wenn Asana anfängt, einen zu ärgern, muss man es zur Antwort seinerseits ärgern, indem man dem passiven Gedanken an Linderung der Irritiertheit und Störung den aktiven Gedanken gegenüberstellt, die winzigen Muskelbewegungen zu beherrschen. 17. Nun glaube ich allerdings nicht, dass es irgendwelche starren Regeln dafür gibt, die Ihnen nützen würden. Es gibt unzählige kleine Tricks, die Sie versuchen könnten, nur ist es wie bei der Wahl der Körperstellung eher besser, wenn man seine eigenen Tricks erfindet. Ich will nur einen erwähnen. Man rollt die Zunge zum Zäpfchen zurück und dreht die Augen gleichzeitig auf einen gedachten Punkt auf der Stirnmitte. Mit dieser Praxis werden alle möglichen Heiligkeiten und unzählige Überlieferungen äußerst verehrungswürdiger Gottheiten verbunden. Bitte vergessen Sie diesen ganzen Unsinn.
Der Vorteil dieses Tricks besteht lediglich darin, dass Ihre Aufmerksamkeit dazu gezwungen wird, die unbequeme Stellung beizubehalten. Man spürt viel früher eine Entkrampfung, als dies bei anderen Methoden der Fall wäre, und dadurch zeigen wir dem restlichen Körper auch, dass es keinen Zweck hat, uns mit seiner Reizbarkeit zu stören. Aber es gibt dafür keine allgemeingültigen Regeln. Ich sagte bereits, dass es keine gibt und es gibt auch tatsächlich keine. Nur eine. Der menschliche Geist ist so faul und so nichtsnutzig, dass es schon einem regelrechten Instinkt gleichkommt, irgendeine Ausrede zu suchen, um sich vor harter Arbeit zu drücken. Diese Tricks können helfen oder hinderlich sein. Es ist an Ihnen, herauszufinden, welche davon gut und welche schlecht sind, das Warum und das Was und alle anderen Fragen. Am Ende läuft alles auf dasselbe hinaus. Auf Dauer gibt es nur einen Weg, den Körper zur Ruhe zu bringen, und das ist, ihn stillzuhalten. Beharrlichkeit führt zum Ziel. 18. Die Reizungen steigern sich zur höchsten Qual. Jeder Versuch, sie zu lindern, macht den Wert der Übung zunichte. Ganz besonders muss ich den Aspiranten vor dem Rationalisieren warnen. Ich habe tatsächlich Leute gekannt, die geistig so hoffnungslos unterbelichtet waren, dass sie mit Vernunftgründen argumentierten. Sie dachten, ach, diese Stellung ist für mich doch nicht so geeignet, wie ich dachte. Ich habe die Ibis-Stellung verpfuscht, jetzt werde ich es einfach einmal mit der Drachenstellung versuchen. Aber der Ibis hat seinen Job nur deswegen behalten und hat seine Göttlichkeit nur dadurch erlangt, dass er jahrhundertelang auf einem Bein stand. Wenn man zum Drachen geht, wird er einem verschlingen. 19. Es rührt von der Perversität der menschlichen Natur her, dass die schärfste Pein immer dann zu kommen scheint, wenn der Erfolg nur noch eine Haaresbreite entfernt ist. Denken Sie an Gallipoli. Ich neige zu der Annahme, dass es eine Art Symptom dafür sein könnte, dass man dem kritischen Punkt nahe ist, wenn die Qual unerträglich wird. Vermutlich werden Sie sich nun fragen, was man unter unerträglich verstehen soll. Barsch antworte ich, stellen Sie es selber fest. Aber ich kann Ihnen eine Vorstellung von dem geben, was letztlich doch nicht allzu schlimm ist, indem ich Ihnen mitteile, dass es mich in den letzten Monaten meiner eigenen Arbeit oft 10 Minuten kostete, um nach Beendigung der Übung mein linkes Bein wieder zu strecken. Ich nahm meinen Fußknöchel in beide Hände und machte ihn millimeterweise wieder geschmeidig. 20. An diesem Punkt fängt plötzlich das Orchester an zu spielen. Mit einmal hört der Schmerz auf. Ein unaussprechliches Gefühl der Erleichterung durchflutet den Yogi. Beachten Sie, dass ich Sie jetzt nicht mehr Student oder Aspirant nenne. Und er wird eine sehr sonderbare Tatsache bemerken. Nicht nur, dass diese Stellung ihm Schmerzen verursachte, sondern dass alle anderen körperlichen Gefühle, die er je erlebt hat, im Kern Schmerz sind und dass er sie nur dadurch ertragen hat, indem er ständig von einem zum anderen wechselte. Jetzt ist er beruhigt, denn zum ersten Mal in seinem Leben ist er sich seines Körpers tatsächlich nicht mehr bewusst. Das Leben war ein endloses Leiden, und jetzt ist, soweit es diese besondere Asana betrifft, die Qual vorbei. Ich habe das Gefühl, dass es mir nicht gelungen ist, den Vorgang in seiner ganzen Bedeutsamkeit zu vermitteln. Tatsache ist, dass Worte dafür grundsätzlich ungeeignet sind. Es ist einfach unmöglich, das vollständige und rohe Erwachen aus einem lebenslangen, ununterbrochenen Albtraum körperlichen Unbehagens zu beschreiben. 21. Die Resultate und das Meistern von Asana werden nicht nur bei der Beherrschung des Yoga von Nutzen sein, sondern auch in den gewöhnlichsten Angelegenheiten des Alltagslebens. Man braucht zu jeder beliebigen Zeit, wenn man ermüdet ist, nur seine Asana einzunehmen und schon fühlt man sich völlig ausgeruht. Es ist, als ob die Erlangung dieser Meisterschaft alle Möglichkeiten körperlichen Schmerzes überwunden hätte, die in dieser besonderen Stellung liegen. Die Lehren der Physiologie widersprechen dieser Hypothese nicht. Die Beherrschung von Asana fördert die Ausdauer. Wenn man beständig in Übung bleibt, wird sich erweisen, dass ungefähr 10 Minuten in dieser Stellung uns ebenso viel Erfrischung bescheren wie ein guter Nachtschlaf. So viel über das Hindernis, das der statische Aspekt des Körpers bereitet.
Nun wollen wir unsere Aufmerksamkeit der Beherrschung seiner Dynamik zuwenden. 22. Es ist immer erfreulich, sich einem Thema wie Pranayama zuzuwenden. Pranayama bedeutet Beherrschung der Kraft. Es ist ein verallgemeinerter Ausdruck. Im System der Hindus gibt es eine ganze Menge subtiler Unterscheidungen der verschiedenen Körperenergien, die alle ihre eigenen Bezeichnungen und Eigenschaften haben. Ich habe nicht vor, mich mit ihrer Vielfalt zu befassen. Nur zwei davon haben größere praktische Bedeutung im Leben. Die eine kann der Öffentlichkeit eines solch verfaulten Landes wie diesem nicht mitgeteilt werden, die andere ist die bekannte Beherrschung des Atems. Das bedeutet einfach, dass man sich eine Stoppuhr besorgt und einen Zyklus des Ein- und Ausatmens wählt. Beides sollte so vollständig wie möglich durchgeführt werden. Das Muskelsystem muss sehr angestrengt werden, um das Ausdehnen und Zusammenziehen der Lunge unterstützen zu können. Wenn man diesen Vorgang langsam und regelmäßig durchführen kann, beispielsweise 30 Sekunden ausatmen und 15 Sekunden einatmen, dann kann man ein paar Sekunden dazwischen schieben, während derer der Atem innerhalb oder außerhalb der Lunge angehalten wird. Übrigens heißt es, dass das Ausatmen doppelt so lange dauern sollte wie das Einatmen, weil das schnelle Ausatmen der Theorie nach einen Kraftverlust bewirken könnte. Ich glaube, dass daran etwas Wahres ist. 23. Es gibt auch andere Übungen. So kann man beispielsweise die Atmung so schnell und so flach wie möglich machen. Jede gute Übung wird ihre eigenen Phänomene hervorbringen, aber in Übereinstimmung mit der Grundthese dieser Vorträge sollte wohl klar sein, dass die richtige Übung darauf hinarbeitet, den Atem so lange wie möglich anzuhalten, weil dies dem Zustand der völligen Ruhigstellung des Körperapparates am nächsten kommt. Natürlich bringen wir ihn nicht zum Stillstand, wir tun nichts dergleichen. Aber wenigstens reden wir uns auf diese Weise ein, dass wir es täten, und am wichtigsten dabei ist, dass man der Tradition zufolge eines der höchsten Resultate des Yoga erzielt, wenn man den Geist auch nur 12 Sekunden lang stillhalten kann. Es ist eine gesicherte Tatsache, dass der Geist dazu neigt, seine boshaften Machenschaften für eine beträchtliche Weile zu unterlassen, wenn man einen Atemzyklus von 20 Sekunden Ausatmung, 10 Sekunden Einatmung und 30 Sekunden Atemanhalten praktiziert. Ist dieser Zyklus erst einmal zur Gewohnheit geworden, erkennt man instinktiv den Augenblick, in dem man sich plötzlich in den mentalen Akt der Konzentration hineinstürzen kann. Mit anderen Worten, durch Asana und Pranayama haben wir einen Zustand erreicht, in dem es uns, wenn auch nur für wenige Sekunden, möglich ist, den eigentlichen Yoga zu versuchen, woran man vorher durch die ablenkende Tätigkeit des Atem- und Muskelsystems verhindert war. 24. Und nun? Ja, Pranayama könnte als nettes, sauberes Vergnügen beschrieben werden. Noch bevor Sie es lange gemacht haben, werden mit einiger Sicherheit verschiedenste Dinge geschehen, die Ihnen zwar, wie ich zu meinem Bedauern feststellen muss, einigen Spaß bereiten mögen, die zugleich aber den Tod des Yoga bedeuten. Die klassischen körperlichen Phänomene des Pranayama werden gewöhnlich in vier Gruppen eingeteilt. Erstens Schweiß. Das ist nicht der gewöhnliche Schweiß, wie er durch heftige Bewegung entsteht. Dieser Schweiß besitzt seltsame Eigenschaften, doch werde ich Ihnen diese nicht verraten, weil es für Sie wesentlich besser ist, die Übung selbst auszuführen, selbst Erfahrungen zu machen und mir dann darüber zu berichten. Dann werden Sie auch wissen, dass Sie echte Resultate erzielt haben, denn wenn ich Ihnen jetzt einige verriete, würden Sie sich diese wahrscheinlich nur einbilden. Zweitens, automatische Starre. Der Körper gelangt durch Krampf zum Stillstand. Das ist vollkommen normal und vorhersehbar. Es ist üblich, dergleichen mit einem Hund zu tun. Den gibt man unter eine Glasglocke, pumpt Sauerstoff oder Kohlensäure oder dergleichen hinein und der Hund wird steif. Man kann ihn herausnehmen und an einem Bein herumschleudern, als wäre er gefroren. Es ist zwar nicht ganz dasselbe, kommt der Sache aber nahe. 25. Wissenschaftlern ist die Forschung erheblich erschwert, weil sie dazu ausgebildet wurden, das Unmessbare zu ignorieren. Alle Phänomene besitzen gewisse subtile Eigenschaften,
die sich im Augenblick allen rein wissenschaftlichen Untersuchungsmethoden entziehen. Wir können Naturprozesse im Labor zwar imitieren, doch ist diese Nachahmung nicht immer mit dem Original genau identisch. So versuchte beispielsweise Professor J.B.S. Haldane, einige der Experimente, die in The Equinox zum Thema Pranayama vorgeschlagen wurden, und kam dabei fast ums Leben. Er erkannte den Unterschied zwischen den Experimenten mit dem Hund und jenen Phänomenen nicht, die als Höhepunkt einer sanften Vorgehensweise eintreten. Es ist der Unterschied zwischen der Beschwingtheit, die das langsame Nippen an einem 26er Clovugo erzeugt, und dem Wahnsinn des Kornschnapssaufens. Ebenso töricht ist der Glaube, dass es gesünder sei, Kokain zu schnupfen, als Kokablätter zu kauen. Aber Kokain sei doch chemisch rein, lautet der Einwurf. Kokain sei doch der eigentliche Wirkstoff. Wir wollen doch diese widerlichen Blätter nicht haben, in denen unsere geheiligte Droge mit einem Haufen Pflanzenkram vermischt ist, der sich der Analyse weitgehend entzieht und aus diesem Grund unmöglich irgendeinen Nutzen haben könnte. Diese automatische Starre oder Schuckschmack-Rumbackham kann nicht nur als das bloße Eintreten körperlicher Starre erklärt werden. Das ist lediglich das größere Symptom. 26. Für die dritte Gruppe ist Bukhari Sidi kennzeichnend. Die Fähigkeit, wie ein Frosch umherzuhüpfen, wäre eine ungefähre Übersetzung für dieses faszinierende Wort. Es ist ein sehr außergewöhnliches Phänomen. Man sitzt fest auf dem Boden und wird plötzlich hin und her bewegt, ungefähr so, wie trockenes Laub von einem leisen Windhauch umhergeweht wird. So etwas geschieht wirklich. Geistig bleibt man dabei völlig normal und kann sich selbst beobachten. Die natürliche Erklärung dafür lautet, dass die Muskeln sehr rasche, kurze Zuckungen vollführen, ohne dass man sich dessen bewusst wird. Das Beispiel vom Hund, der ähnliche Zuckungen vollführt, ist eine hilfreiche Veranschaulichung. Dagegen lässt sich einwenden, dass das Denken doch vollkommen normal zu sein scheint. Dabei gibt es jedoch einen besonderen Punkt des Bewusstseins, nämlich das Gefühl eines beinahe völligen Gewichtsverlusts. Dies wird sich, nebenbei bemerkt, für den ausgebildeten Psychiater recht beruhigend anhören, denn bestimmte Formen des Irrsinns kennen ein ähnliches Gefühl. 27. Das vierte Stadium ist die Levitation. Die Hindus behaupten, dass das Umherhüpfen wie ein Frosch einen tatsächlichen Gewichtsverlust bedeutet und es nur deshalb zu lateralen Sprüngen kommt, weil man den Vorgang noch nicht vervollkommnet hat. Wäre man absolut ausgeglichen, behaupten sie, würde man sich ganz ruhig in die Luft erheben. Von alledem weiß ich nichts. Ich habe es nie geschehen sehen. Andererseits habe ich auch das Gefühl gehabt, als ob es geschehen könnte, und bei mindestens drei Gelegenheiten haben verhältnismäßig zuverlässig Leute ausgesagt, dass sie es gesehen hätten, wie es mit mir geschah. Ich glaube nicht, dass dies etwas beweist. 28. Diese Übungen, Asana und Pranayama, sind bis zu einem gewissen Grade mechanischer Natur und bis zu diesem Grade ist es für einen Menschen von außergewöhnlicher Willenskraft, mit viel Muße und ohne Behinderung gerade noch möglich, einen guten Teil der gröbsten Yoga-Arbeit auch in England zu absolvieren. Doch würde ich ihm raten, sehr streng bei der rein körperlichen Vorbereitung zu bleiben und auf keinen Fall Übungen der eigentlichen Konzentration zu versuchen, ehe er nicht dazu imstande ist, eine passende Umgebung herzustellen. Doch sollte er sich nicht einbilden, dass ich mit diesem sehr ungewöhnlichen Fall von Nachsicht irgendwelche Nachlässigkeiten unterstützen will. Wenn er sich beispielsweise dazu entschließt, zweimal täglich eine Viertelstunde Asana zu praktizieren, um dieses Pensum auf viermal täglich eine Stunde zu steigern und die Pranayama-Übung in entsprechendem Verhältnis, dann muss er auch dabei bleiben. Es darf keinen Cocktailpartys, Fußballspielen oder Begräbnissen naher Verwandter gestattet werden, diese tägliche Routine zu unterbrechen. Die Disziplin ist entscheidend, die Aneignung der gewohnheitsmäßigen Kontrolle ist sehr viel wichtiger als jeder bloße Erfolg der Übungen an sich. Es wäre mir lieber, dass Sie die von Ihnen festgesetzte volle Stunde lang herumzappeln, als dass Sie 59 Minuten stillsitzen. Der Grund dafür wird erst klar, wenn wir zur Betrachtung des fortgeschrittenen Yogas kommen
ein Thema, das in einer zweiten Reihe von 4 Vorträgen erschöpfend behandelt werden soll. Das soll aber nur auf besonderes Verlangen geschehen und ich hoffe ernsthaft, dass nichts dergleichen passieren wird. 29. Bevor ich eine Danksagung an den Vortragenden für seine außerordentlich brillante Darlegung dieses höchst schwierigen Themas beantrage, möchte ich ein paar Worte über Mantra-Yoga hinzufügen, weil dieser tatsächlich ein Zweig des Pranayama ist, und zwar einer, den man in diesem Land recht gründlich üben kann. In Buch 4, Teil 1, habe ich ihn mit Beispielen hinreichend ausführlich beschrieben. An dieser Stelle brauche ich nur darauf hinzuweisen, dass eine beständige Anwendung bei Tag und Nacht, ohne auch nur einen Augenblick der Pause einzulegen, die wahrscheinlich nützlichste Methode sein dürfte, um den Gedankenstrom für die Annahme rhythmischer Form vorzubereiten, und Rhythmus ist das große Heilmittel gegen Unregelmäßigkeit. Ist er erst einmal hergestellt, wird keine Störung ihn behindern. Er neigt von Natur aus dazu, langsamer zu werden wie ein Pendel, bis die Zeit stillsteht und die Aufeinanderfolge der Eindrücke, die unsere intellektuelle Wahrnehmung des Universums ausmacht, durch eine Form des Bewusstseins oder, wenn Sie das vorziehen sollten, des Unbewusstseins, obwohl keines von beiden Ihnen auch nur die leiseste Vorstellung davon zu vermitteln vermag, was eigentlich gemeint ist, abgelöst wird, das völlig ohne Bedingtheit ist und daher die perfekte Vollendung des Yoga darstellt. Liebe ist das Gesetz, Liebe unter Willen.